Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Dein Denken beeinflusst deine Gesundheit. Ist dein Denken, dein Reden und dein Handeln auf die Heilung ausgerichtet oder auf die Krankheit? Es ist wichtig, unsere Gedanken zu kontrollieren. Was fördert himmlische Heilung? Was fördert himmlische Heilung? Kann ich zu meiner Heilung etwas beitragen? Ja und nein. Du sagst ja, jetzt ja und nein. Wenn nein ist, brauchen wir ja gar nicht weitermachen. Ich sage ja, da habe ich gleich so viele Dinge, da reicht die Zeit nicht. Ich sage nein, weil Gott mich schon so oft überrascht hat, wo meine ganzen Formeln und mein ganzes Bild, was ich alles tun sollte, um Heilung zu empfangen, total zerstört wurde, weil er spontan jemand geheilt hat, wo ich nie dran gedacht habe, dass sich Gott um den kümmert. Der ist überhaupt nicht gläubig, der hat nichts am Hut mit Jesus und Gott heilt einfach. Das haben wir hier auch schon die Gebetsnächte erlebt, wo sich Christen beklagt haben, ich bin schon 30 Jahre Christ und der hat nichts am Hut und den hat Gott geheilt. Und das ist das Wunderbare an meinem Gott, er überrascht immer wieder. Aber wir können doch vieles tun, dass Heilung wirklich möglich macht und besser ermöglicht, möchte mal so sagen. Grundsätzlich haben wir Heilung nicht verdient, es ist Gnade. Wir können es nicht erarbeiten, wir können es nicht bezahlen. Es ist reine Gnade. Jesus ging für uns ans Kreuz und es ist, einer hat es mal so ausgedrückt, für die Ungläubigen ist es Gnade, wenn Jesus heilt. Für die Gläubigen ist es ein Liebesakt der Familie. Ein Liebesakt vom Vater. Ja, lebe eine innere und eine innige Beziehung mit Gott. Das ist mein erster Punkt. Lebe eine innige Beziehung mit Gott. Aus der Beziehung heraus empfangen wir nicht nur Heilung, da empfangen wir das, was Gott, was Jesus für uns bereithält. Als Christen haben wir Zugang zu den himmlischen Schätzen, die seit dem Sieg am Kreuz für uns bereitliegen. Empfange aus dem Familienleben Jesu heraus. Er möchte, dass wir mit ihm gehen. Und wie wir auch als Kinder mit den Eltern unterwegs waren und du gesagt hast, mir ist schlecht. Und dann der Vater und die Mutter gesorgt haben, dass es einem wieder gut geht. So ist es auch in der Familienbeziehung. Wir brauchen eine Beziehung, nicht, Herr, mir ist schlecht, mach jetzt was und dann, wenn es gut ist, bin ich wieder versorgt und dann mache ich wieder, was ich will. Ja, der nächste Punkt, verinnerliche die göttlichen Verheißungen über Heilung. In der Bibel steht so viel über Heilung, da würde ich auch die ganze Zeit ausfüllen, aber das möchte ich jetzt heute nicht tun, sondern gerade ein paar Schlagworte rufen, da steht in der Bibel, ich bin der Gott, der dich heilt. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Er heilte, die zerbrochenen Herzen sind. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und so weiter und so weiter und so fort. Ich sage dir, verinnerliche die göttlichen Verheißungen und sage, das, was in deinem Wort steht, das funktioniert, das hat schon mal funktioniert, das funktioniert auch wieder. Wisst ihr, Gottes Wort ist wie Medizin. Es hat Nebenwirkungen. Die Nebenwirkung einer Verheißung ist, dass dein Glaube wächst. Und das ist die beste Nebenwirkung.
Wenn du etwas liest in der Bibel, wenn du liest, dass es funktioniert hat, dann wächst dein Glaube. Das ist die Nebenwirkung, wo du sagst, da steht es. Herr, ich möchte es erleben. Gott erfüllt seine Zusagen und das ist eine Herzensgewissheit. Bist du dir sicher, dass Gottes Wort stimmt? Wenn du sagst, dass Gottes Wort ja, früher und so weiter, dann hast du nicht diese Herzensgewissheit. Aber du kannst wirklich sagen, es steht geschrieben. Was Gott zugesagt hat, wird in Erfüllung gehen. Glaubst du das? Das, was Gott zugesagt hat, wird in Erfüllung gehen. Wir sagen manchmal Dinge zu. Das passiert uns gerne, dass man 2 oder 3 Termine aufeinander hat und dann bist du gerade in einer Besprechung und es läutet, du wirst gerufen, da ist dein Termin, sage ich, ach du liebe Zeit, habe ja 2 Termine gleichzeitig ausgemacht. Ja, wir Menschen sind nicht vollkommen, aber das, was Gott zusagt, das funktioniert. Wisst ihr, was auch eine gute Haltung ist, wenn wir Heilung oder irgendwas brauchen für unser Leben, lebe in einer Erwartungshaltung. Nicht Gott, wenn du willst, wirf's mir runter. Mach's einfach. Nein, in einer Erwartungshaltung, sei in Empfangsbereitschaft für deine Heilung. Herr, es wäre nicht schlecht, wenn's jetzt passieren würde. Herr, danke, dass du mir genau das gibst, was ich brauche. Wisst ihr, in der Bibel geschieht ja so viel mit Leuten, die eigentlich mit Jesus gar nichts am Hut hatten. Da war der Hauptmann in Kapernaum, einer meiner Lieblingsplätze dort, da kann man so richtig schön am See Genezareth sitzen, aber da war der Hauptmann, dem sein Diener war krank und er ging zu Jesus und das war ein römischer Hauptmann, nicht irgendwo ein jüdisch gläubiger Mensch. Römischer Hauptmann, er ging zu Jesus und sagte ihm, sprich nur ein Wort und mein Diener ist gesund. Und Jesus sagte, sowas habe ich bei meinen Leuten noch nie gefunden. Und dann einer, der nicht glaubt, sagt, sprich nur ein Wort und er ist gesund. Das ist mit einer Erwartungshaltung. Oftmals haben Ungläubige an Gott eine größere Erwartungshaltung wie manchmal die Christen, die sagen, naja, wenn Gott will. Ja, ich habe eine ganze Predigt gehalten. Gott will. Gott will. Und Jesus will. Ja, eine weitere Sache ist, dass wir Heilung fördern können, da möchte ich in die Runde rufen, lebe gesund. Lebe gesund und das ist Gesundheit an Geist, Seele und Leib. Körper, Geist und Seele wirkt alles aufeinander und oftmals meinen wir, Herr, heile mein Herz, Herr, heile meinen Kopf, Herr, heile meine Finger und so weiter. Aber das hängt auch zusammen mit Geist und Seele. Und wir sehen unter Heilung oftmals nur das Fleisch. Betrachten wir mal, ja, den Geist. Welcher? Du hast einen Geist und es gibt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist darfst du als Christ einladen, auf deinen Geist zu wirken. Und wir wissen es laut der Bibel, jeder, der Ja zu Jesus gesagt hat, in dem wohnt der Heilige Geist. Aber du hast immer noch die Entscheidung, welcher Geist auf deinen Geist Einfluss hat. Du kannst bestimmen, welcher Geist auf deinen Geist Einfluss hat. Du kannst als Christ Angst auf dich wirken lassen und das kommt wirklich nicht vom Heiligen Geist. Du kannst als Christ Furcht und all das, all die negativen Sachen auf dich wirken lassen und es ist nicht der Heilige Geist. Du hast die Entscheidung, welcher Geist, der Geist der Finsternis und was es da alles gibt, das die ganzen dunklen Mächte, das kannst du und was alles auch irgendwo, das Ganze, also Angst, unter Angst ist ja auch so viel.
wenn du das auf dein Geist wirken lässt, hat das seine Folgen. Du entscheidest, ob du dein Wasser aus einer schmutzigen Pfütze holst oder aus einer Quelle. Du entscheidest, ob du jetzt irgendwie Quellwasser nimmst oder du gehst irgendwo bei einer Baustelle oder irgendwo im Wald eine Pfütze, sagst du, ach ja, ein Liter Wasser ist egal, was ich nehme und so weiter. Du entscheidest, was auf dich wirkt. Dein Geist nutzt dein Gehirn. Dein Geist nutzt dein Gehirn und das Gehirn reagiert auf deinen Geist. Das wirkt wieder so ineinander rein. Dein Geist verändert das Gehirn und der Geist beeinflusst deine Seele. Nimm dir mal Zeit und überlege, welcher Geist du in welcher Situation in deinen Gedanken loslässt. Gerade in unserer Zeit, da kommen Schlagzeilen, Pandemie, Corona und tralala. Was lässt du zu? Was lässt du zu? Die Angst, die Furcht, die Aussichtslosigkeit oder ich bin dein Gott, ich bin mit dir? Was dir der Heilige Geist sagt. Es ist jedes Mal, mit jeder Sache ist es deine Entscheidung. Und dein Denken beeinflusst deine Gesundheit. Das ist eine Überschrift von Dr. Leaf, die ja Gehirnforscherin ist und schon ein paar Mal hier auch auf der Bühne gesprochen hat. Dein Denken beeinflusst deine Gesundheit. Ist dein Denken, dein Reden und dein Handeln auf die Heilung ausgerichtet? Oder auf die Krankheit? Reden wir von Krankheit, Krankheit, Krankheit? Oder reden wir, was möglich ist mit Heilung, mit himmlischer Heilung? Denken verändert. Denken verändert dein ganzes Wesen. Und lass dir wirklich auf der Zunge vergehen. Du bist Sieger mit Jesus und nicht das Opfer. Einer meiner Lieblingsverse steht in Sprüche 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Das heißt in der Bibel, nicht meine Worte. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Du kannst dein Leben verändern, wenn du deine Gedanken veränderst. Es ist wichtig, unsere Gedanken zu kontrollieren. Nicht, wie es auch Lieder gibt, lass den Gedanken freien Lauf. Ja, mach das mal nachts. Da kommt dann alles, was nichts taugt und du meinst, jetzt ist dein Ende gekommen. Deine inneren Verletzungen haben sich in deinen Gedanken festgesetzt. Und du unterdrückst Gedanken. Du unterdrückst Gedanken, weil du willst nicht zulassen. Du weißt, es war da, du willst nicht zulassen. Und du lebst mit Fassade. Du setzt eine Fassade auf, wie geht's dir? Gut. Und du weißt, bei manchen Leuten, wenn die gut sagen, heißt das schlecht. Wie geht's dir? Gut. Und dann drehen sie sich rum, sehen Freunde und sagen, oh, weißt du, ach, was ich heute wieder, und denkst, hallo. Unterdrückte Gedanken. Bring alles Unterdrückte, bring deine ganzen Scherben ans Licht. Und dann bist du sie los. Immer das Unterdrücken, das quält dich. Und das ganze Unterdrücken, das Unterdrücken der Vergangenheit auch und alles, was so geschehen ist, hat Auswirkungen auf deine Gesundheit. Und jetzt zitiere ich wieder Auswirkungen von Dr. Leaf, die das erforscht hat. Das Unterdrücken von Gedanken hat Auswirkungen auf die Zellgesundheit von deinem Körper, auf deine Organe, auf das Herz, auf das Gehirn, auf das Gleichgewichtsorgan, auf die Schlafqualität.
ruft Angst hervor und stoppt die Zellerneuerung. Nicht verarbeitete Verletzungen wirken auf deine Gesundheit. Und Dr. Leaf sagt, es ist erwiesen, du alterst schneller. Wow, das wolltest du heute Morgen nicht hören, das weiß ich. Du alterst schneller. Das hat aber, ich habe für dich die Lösung. Die Anti-Age-Sache ist Befreiung von der Vergangenheit. Ihr jubelt alles so, dass ich es kaum aushalten kann. Befreiung, dass wieder auch dein ganzer Organismus funktioniert. Ihr seht hier, da steckt ein Stück Wissenschaft drin von Dr. Leaf, aber wenn das erwiesen ist, dass ein Unterdrücken und ein Reindrücken all diesem Alten, was nicht verarbeitet ist, deiner Gesundheit schadet, dann kannst du da etwas dagegen tun, indem du das ganze Zeug ans Licht bringst, mit Gott verarbeitest und befreit wirst. Entscheide dich, das, was du unterdrückt hast, zu verarbeiten und frei zu werden, loszulassen. Gott hilft dir dabei und er ist die Wahrheit. Und du findest bei ihm die Wahrheit auf dieser Welt nicht überall. Und du selbst bist der Architekt deiner Gedanken. Was lässt du zu und was wirfst du raus? Wo schlägst du die Tür zu, sagst, nein, das denke ich nicht. Nein, da investiere ich keine Sekunde dafür. Jetzt haben wir Geist, Seele und noch der Leib. Was können wir tun, dass wir Heilung fördern? Lebe gesund. Das meine ich jetzt nicht nur biologisch oder so, sondern wirklich, wenn wir Stress haben, ihr Lieben, gibt es oftmals Krankheitssymptome und Krankheit. Wenn ich eine Sucht habe, dann sollte ich schauen, dass ich frei werde von dieser Sucht. Gott hilft dabei. Aber Gott möchte nicht auf die Sucht was draufsetzen, sondern er möchte befreien und heilen. Und da müssen wir auch eine Entscheidung treffen, will ich frei werden? Ich hatte hier schon, als man noch Hände auflegen durfte und mit Leute beten, jemand vor mir stehen, der, wo ich aufgerufen habe, wer will frei werden von Suchtkrankheiten, und habe ihn gefragt, willst du wirklich frei werden? Und er hat mir ins Gesicht gesagt, nein. Auch das gibt es. Und Gott respektiert das. Gott respektiert das, aber es ist unser freier Wille. Eine weitere Sache ist, Glaube wird durch Erkennen der Liebe wirksam. Die Agape Liebe, ihr Lieben, ist die Agape Liebe Gottes, ist die bedingungslose Liebe. Nicht, wenn du das und das und das und das erfüllst, dann werde ich dich segnen, dann werde ich dich heilen, dann werde ich dir und so weiter. Nein, eine bedingungslose Liebe. Und wenn wir die begreifen, ihr Lieben, das ist wirklich was, wo uns aufbaut und Glaube entwickelt. In Markus 11, Vers 23 steht, ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, heb dich von der Stelle und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Ihr kennt diesen Bibelvers, man nennt es auch den Senfkorn-Glauben, der kleine Glaube, der Berge versetzt. Glaube ist auch eine wunderbare Sache, um Heilung zu empfangen. Ja, nächste Sache, handle in Vollmacht. Jakobus 4, Vers 7 und 8 steht, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das heißt, wirft den Teufel raus und komm in die Nähe Gottes. Und das ist ein Befehl, nicht wo ich soll beten, dass Gott den Teufel rauswirft, sondern er hat uns die Vollmacht gegeben, steht in Jakobus 4, Vers 7, dem Teufel uns zu widersetzen und zu Jesus zu gehen. Und der Teufel muss fliehen. Amen. Der Teufel muss fliehen. Nicht, ach ja,
die in Karlsruhe sollen beten, dass der Teufel von mir flieht und so weiter. Nein, du, jedem Christen ist diese Vollmacht gegeben. Widersteh den Mächten. Mach die Tür zu. Wenn wir das alles rauswerfen, musst du mal vorstellen, ihr habt zum Beispiel einen Löwe in der Wohnung und ihr wirft den raus und sagt, boah, bin ich froh, dass der draußen ist. Lasst du dann die Tür offen stehen? Nee, aber im geistlichen Bereich machen wir das oftmals. Lukas 10, Vers 19. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Er hat dir Vollmacht gegeben, zu sagen, Feind, stopp, stopp, kein Schritt weiter mehr. Und nicht Menschen, sondern die geistlichen Mächte, die oftmals in Menschen gegen dich wirken. Aber bekämpfe die Mächte und nicht die Menschen. Ja, eine weitere Sache. Und das tue ich gerne, wenn irgendwie was fehlt oder ich anstrengende Zeit habe, stell dir dein Leben ohne Krankheit vor. Stell dir es vor, dass du gesund bist. Was mache ich, wenn ich wieder gesund bin? Nicht, wie viele Tage habe ich noch, bis ich auf dem Friedhof liege. Nein, was mache ich, wenn ich gesund bin? Und ich stecke mir, wenn es so harte Wochen sind, wo es so richtig durchgeht, dann habe ich irgendwo einen Tag, wo ich sage, da mache ich was, wo mir richtig Freude macht. Und ich definiere das schon mal. Und meistens klappt es, manchmal reicht die Zeit nicht. Und dann eine ganz tolle Sache ist, danke schon im Voraus für deine Heilung. Kommet mit Dank vor mein Angesicht. Das ist was, wo das auch fördert. Eine ganz große Sache, die möchte ich nur als Überschrift sagen, weil wir oft darüber reden, vergebe deinem Nächsten. Das ist ein riesiger Schlüssel. Und das ist eine ganz schwierige Sache für manche, einem zu vergeben, die einem Leid angetan haben. Ja, eine weitere Sache, Heilung durch eine erneuerte Gesinnung. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das ist etwas, das du wirklich tun kannst. Ein im Sinne von Jesus denken. In der Bibel finden wir, wie Jesus denkt. Und da können wir uns schulen. Und wenn wir denken, ja, aus der Perspektive, alles ist möglich, ist das was ganz anderes, wie wenn du irgendwelche Statistiken in den heutigen Medien siehst und sagst, also wenn das so ist, dann bin ich auch irgendwo dran und so weiter und dich so beschäftigst und die Angst so über dich kommt. Nein, hab wirklich eine Gesinnung wie Jesus und üb dich. Das ist nicht ein Gebet. Kannst du für mich beten, dass ich eine Gesinnung wie Jesus bekomme? Nein. Das ist Arbeit. Lesen in der Bibel, mit Gott reden und dann merkst du, was für eine Gesinnung Gott hat. Das Erstreben, Erleben neuer Ziele, das ist, was wichtig ist, eine erneuerte Herzensgesinnung. Wir dürfen auch Dinge in Existenz sprechen, die nicht da sind. Und das ist was Wunderbares. Gott ist ein Schöpfer. Der Teufel kann nur kaputt machen, aber Gott ist der Schöpfer. Du darfst wirklich beten, Herr, schaffe in der oder der Lage, schaffe Neues. Schaffe Neues in mir. Gott ist der Schöpfer und wir erleben es immer wieder, wie er Dinge schafft, die wir für unmöglich halten. Du hast bestimmt auch schon Zeugnisse darüber gehört. Und dann noch das, was mir so sehr gefällt, ihr Lieben, Papa kann's. Ich habe so, wie soll ich sagen, unsere vier Engelchen, das sind Goldstücke.
Goldstücke, wenn man die so um sich hat. Und dann gibt es Geschenke und besonders die Kleinen. Dann haben sie so ein Riesenpaket, bekommen es noch irgendwo aufgerissen und das ist so ein Genuss, dazu zu schauen, wie sie dann oh und es aufreißen und dann haben sie so eine Kiste, wo zum Beispiel ein Auto reingeschraubt ist. Ihr kennt so, da sind so Plastikschrauben drin und dann kommen sie, können kaum die Kiste tragen, kommen sie zu Opa und mit einem Blick, die müssen gar nicht sagen, mach's auf, sondern dieser Blick, das tut so gut, das macht so viel Freude. Opa kann's. Und ihr Lieben, ich sag euch, der Vater kann's. Alles, was ihr braucht, er kann's. Dein Vater kann's. Ich sag dir, traue Jesus zu, er möchte dich heilen. Amen. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.